Herzlich willkommen, meine lieben Windgeborenen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Spiel wie ich. Es geht weiter. Wir sollen jetzt 24 Blöcke in die Tiefe. Und das ist jetzt die Folge 11, die ihr seht. Haha, so. Guck mal, hier geht es nämlich richtig runter. Richtig runter. Ohohoho. Sind wir schon 13 Blöcke tief und nehmen nebenbei noch ein bisschen Eisen mit, was wir hier finden. Claro. So. Sehr schön. Granit haben wir ohne Ende. Hätte ich nicht gedacht. Oh, guck mal, hier haben wir so eine richtige Mooshöhle. Leuchtmooshöhle. Cool. Nehmen wir natürlich mit. Ja, schön Leuchtmoos. Haha. So. Ja. Wir wollen mal hoffen, dass das Spiel nicht wieder abstürzt oder hängen bleibt. Dann ist die Folge im Arsch. Das ist nicht so schlimm, dann machen wir halt die nächste Folge. Haha. So, wie tief sind wir jetzt hier? 19 in die Tiefe sind wir schon. Komm, wir gehen noch ein Stück runter jetzt. Na, 20? 20? Ich will noch tiefer. Was ist das hier? Vermuten mal, dass es Eisen ist, wobei es jetzt gerade ein bisschen pink aussieht. 21. 22, 23. Oh, guck mal. Oh, aua. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh Gott, ist das tief. Jetzt müssen wir uns tatsächlich hoch. Hochdingsen. Ah, guck mal da lang. Ja. Eisen nehmen wir einfach mal mit, obwohl es gibt bis jetzt noch gar nicht so viel, wofür wir Eisen brauchen, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher. Ach so, doch, wir wollten ja eine Eisenklinge machen. Fällt mir gerade ein. Oh, ein Haufen Zeug, ey. Weißt du, wir wollten doch eine Eisenklinge machen. Da geht's doch schon wieder nach oben, sehe ich doch jetzt schon. Was ist denn das hier noch für ein Raum? Boah. Das ist wirklich wunderschön, wie das hier leuchtet. Genau, wir wollten für unseren Sharp eine Eisenklinge machen. Was ist das hier? Kleiner Seitengang, okay. Okay. Da ist doch der Ausgang, oder? Ja. Da kommen wir hoch. Gut, stecken wir uns wieder hoch. So, sehr schön. Ba, 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 ba. Hier. Hier können wir hoch. Dreck haben wir ja mehr als genug. So, jawohl. Haha, wir sind wieder draußen. Mir fällt gerade ein, ich brauche eigentlich noch ganz schön viel Holz. Komm, lass uns noch ein bisschen Holz mitnehmen. So. Ich glaube, die Blätter lösen sich von alleine auf, wie bei Minecraft. So. Komm, jetzt werden wir mal zurück. Beamen, genau. Wir mal zurückgebeamt. So, wir haben unser Dings hier komplett und sammeln jetzt unsere nächste Spruchrolle ein. Dankeschön. Visit the desert and obtain a desert. Haben wir doch gemacht. Ein Desert-Schrein haben wir schon. Warte mal, wir haben noch einen Desert-Schrein. Ist doch hier in der Kiste. Den Highborn-Schrein. Wo ist denn der Desert-Schrein? Haben wir einen? Nö. Spruchrolle. Desert Dresser. Ein Desert Dresser ist eine Kommode, eine Desert Kommode. Okay. Ach so, und dann wollte ich ja jetzt mal ein Eisenblade. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dazu müssen wir unser Eisen mal hier aus dem Ofen holen. Guck mal, es ist leer. So, holen wir unser Eisen mal raus und bauen uns ein Eisen
Blade. Ah, da haben wir noch kein Rezept für. Schade, schade, schade. Wenn wir dafür kein Rezept haben, können wir es auch nicht bauen. Wir sollen die Wüste besichtigen und dann einen Desert-Schrein finden, würde ich mal sagen. Da haben wir leider schon ein bisschen vorweggegriffen. Man merkt es schon an der traurigen Musik. Wollen wir hoffen, dass wir noch irgendwie eine Chance bekommen, einen Desert-Schrein zu finden. Ach ja. Wir sind ja hier lang genug rumgeottet. Guck mal, hier haben wir so eine richtig geile Wüstenspalte. Oh, das Ding ist so innen völlig ausgehöhlt und da ist die absolute Riesenhöhle drin. Ist doch echt Hammer, oder? Echt Hammer. So, die Wüste besichtigen ist komplett. Na, 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 na. Sehr schön. Hier ist wieder dieses Dingsbums. Blumen. Kakteen oder Wüstenblumen. Nehmen wir ein paar mit. Wofür wir die brauchen, wissen wir noch nicht. Nehmen wir trotzdem mit. So. Dich nehmen wir auch noch mit. Dich nehmen wir mit. Mann, was soll ich denn noch alles mitnehmen? So, wir brauchen jetzt einen Wüstenschrein. Wo finden wir den? Wo finden wir den Wüstenschrein? Wüstenschrein. Ach, den haben wir doch schon abgesammelt gehabt, Mann. Den haben wir doch schon abgesammelt. Vielleicht hätten wir einfach den, der bei uns in der Hütte ist, mal anklicken sollen. Den Desert-Schrein. Komm, wir gehen mal zurück in die Hütte. Beamen da weiß. Und gucken mal, ob das reicht, wenn wir den Desert-Schrein, der hier ist, aktivieren. Hier ist der Highborn-Schrein. Okay, hier ist der Desert-Schrein. Genau. Und? Genau. Und? Nein, er hat es nicht akzeptiert. Ist hier einer drin? Grummel, sage ich dazu nur. Grummel. Grummel. Mann, 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 Mann. Dich haben wir noch gefunden. Hiervon haben wir noch welche gepflückt. Und hiervon. Und hiervon. Wir müssen jetzt einen Wüstenschrein finden. Hilft alles nichts. Was war denn eigentlich da hinten? Was kam eigentlich da hinten? Ist das Schluss dann? Oder kommt da nochmal eine Wüste irgendwo? Nee, sieht aus wie Schluss. Na? Ja, ja. Ja, müssen wir nochmal hoch in die Wüste. Eine wunderschöne Welt. Ich freue mich schon, wenn die Karte nachher später noch größer ist. Da kommen garantiert auch noch neue Biome dazu. Wenn man sich vorstellt, wie weit das Spiel jetzt hier ist und wie weit Minecraft am Anfang war, ist jetzt total fies von mir als alten Minecraft-Fan. Und ich habe hier noch gar keinen Langzeittest gemacht. Aber ich weiß von Leuten, die schon seit einem Jahr dabei sind. Und das bestätigen, dass das ein geiles Spiel ist. Gut, ich nehme mal noch mit. So, jetzt werden wir Schwierigkeiten haben, einen Desert-Schrein zu finden, weil wir den ja schon abgesammelt hatten. Genau den, den wir finden sollten. Kann es sein, dass wir diesen Quest hier gar nicht erfüllen können? Verdammt nochmal. Verflucht. Haben wir hier, oh, guck dir das doch mal an. Das ist doch nicht normal, was das für eine Höhle ist. Ich glaube, da waren wir sogar schon mal drin, wa? Ach, Mann, ey, wie soll man jetzt hier bloß einen Wüstenschrein noch finden? Ich glaube, wir haben sogar zwei Wüstenschreine hier abgebaut, oder war es nur einer? Ah, nee, ey.
Wüstenschrein, bitte einen Wüstenschrein, den brauchen wir, um unser... Ob in der Höhle auch Wüstenschreine drin sind? Aua, sind wir in die Höhle reingefallen. Aber in der Höhle sind eigentlich keine Schreine. Ja, ich glaube... Von dem Zeug hier haben wir gar nicht mehr so viel, glaube ich. Vielleicht nehmen wir uns da mal was. Ja. Sehr schön. Kohle braucht man nicht. Wo geht's denn hier lang? Geht's da wieder raus? Ja. Oder? Dann müssen wir uns den Weg hier so ein bisschen frei graben. Oh. Ist hier was Besonderes? Nö, kennen wir. Oh, eine Truhe. Cool. Ja, eine Spruchrolle. Ich sag einfach Spruchrolle, ist egal. Ich habe die Schnauze voll. Ich sag jetzt immer Spruchrolle. Ein Highborn Bank. Was ist ein Bank? Muss ich mir gleich aufschreiben. Bank. Das sah ein bisschen aus wie so ein Segelstuhl, oder? Oh, ein Diamant. Das ist eine schöne Sache. So, so. Und 10 Glasscheiben. Cool. Truhe nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn man die stehen lässt, ob dann beim nächsten Mal da wieder was drin ist. Keine Ahnung. Gut, jetzt wissen wir, man findet sogar in Höhlen. Man findet sogar in... Guck mal, da ist noch so ein Zeug. Man findet sogar in Höhlen Truhen. Da hat er aber jetzt ganz schön dran genuckelt. So, ich will jetzt aber wieder raus. Oder ich finde einen Wüstenschrein. Komme ich hier raus? Ja. Aha. Hier kommen wir raus. Stecken wir uns einfach mal hoch wieder. Und warte mal hier. Und jetzt hopp. 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 Ah, da sind wir wieder. Aufpassen, dass wir nicht wieder reinfallen. Wie um Gottes Willen soll ich denn hier einen Wüstenschrein finden? Sag mir mal. Sag mir mal einer, wie ich hier einen Wüstenschrein finden soll. Mann, 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 Mann. Gut, wenn ich hier auf der, auf der obersten Wüstenspitze bin, bringt mir das auch nichts. Guck mal, ist das da hinten? Ist doch auch eine Wüste, oder? Sieht doch total wüstig aus. Wollen wir da mal hingehen? Da könnte doch noch ein Wüstenschrein sein. War ich da überhaupt schon? Ich glaube, da kommt man nur rüber, indem man sich da so eine Brücke rüberbaut. Können wir aber machen. Ist doch kein Ding. Warum nicht? Brechen wir uns doch keinen Zacken aus der Krone, oder? Meine lieben Windgeborenen. Nein, nicht runterfallen. Oh, oh, wenn ich bei Minecraft, dann denke ich wieder nicht dran, dass ich runterfallen, dass mir nichts passiert. Wenn ich runterfalle. Hier passiert mir ja nichts. Oh, guck mal hier. Oh, 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 oh. Doch, da kommen wir hin sogar. Da kommen wir sogar rauf. Ich glaube, das ist hier eine Wüste, wo ich noch nicht war. Vielleicht haben wir Glück und finden hier einen Wüstenschrein. Ach, warum hab ich das nicht abgewartet? Ich habe den einfach abgebaut. Was heißt eigentlich obteilen? Obteilen. Desertschrein. Obtain. Obtain. Hallo, ist hier irgendwo ein Wüstenschrein? Ist hier eventuell irgendwo ein Wüstenschrein? Na, ihr merkt schon, die Folge geht dem Ende zu. Wir haben noch keinen Wüstenschrein gefunden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht... Was ist denn da? Vielleicht muss ich ja gar keinen Wüstenschrein... Ach, da sind wieder diese kleinen putzigen Putzelmännchen, die nicht auf mich reagieren. Hallo. Die Urbevölkerung. Stabal, sagt er. Hallo. Ich will mit dir interagieren.
Ich will mit dir interagieren. Renn doch nicht weg. Skibell. Skibell, sagte. Okay, Skibell. Beschützen die? Sind Waldmännchen oder was? Nützt mir doch nichts. Ich brauche einen Wüstenschrein. Jetzt bin ich hier unten abgestürzt. So ein Mist. So ein Mist. Skibell. Die sind geil, was? So echt cool gemacht, die Dinger. So. Dann beamen wir uns mal zurück, wa? Beam me up, Scotty. Da sind wir wieder. Gut, bis zur nächsten Folge. Meine lieben Freunde, danke fürs Zuschauen.